So, Leute, es geht weiter mit der Operation. Barbarossa sind wir jetzt gelandet. Jetzt fängt es richtig an, sagt man immer meistens, ne? So, 22. Juni 1941. Unternehmen Barbarossa hat begonnen. Von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer wurden heute 153 deutsche Divisionen in Marsch gesetzt, um den Bolschewisten bis hinter den Ural zu treiben. Begünstigt durch die absolute Geheimhaltung unserer Angriffspläne, sollte der Feind völlig unvorbereitet sein. Der Russe wird sich bald darüber im Klaren sein, dass wir planen, was wir planen. Nutzen Sie also die anfängliche Verwirrung so gut wie möglich. Bevor Sie überhaupt daran denken können, Geländegewinne zu erzielen, müssen Sie unbedingt die Luftwaffe der Roten Armee ausschalten. Also mindestens ein Dutzend Flugfelder wurden in diesem Frontabschnitt ausgemacht und jedes davon ist zweifellos mit einer oder mehreren Staffeln belegt. Obwohl zum momentanen Zeitpunkt ein Eingreifen dieser Verbände nicht mehr unwahrscheinlich ist, wird es bald nur noch so von feindlichen Flugzeugen wimmern. Sollten die Flugfelder zu lange in Feindeshand bleiben, besetzen sie also so viele Flugfelder wie möglich, um das zu verhindern. Denn jedes eroberte Flugfeld ist eines weniger, von dem aus die Sowjets einen Jäger oder Bomber starten lassen können. Um ihnen dabei zu helfen, wurden mehrere Don 217E zur Langstreckenaufklärung umgerüstet. Die Flugzeuge verzichten auf Bomberlast im Austausch für zusätzliche Treibstoffreserven, um ihr Vorrücken und Einheiten weitreichende Aufklärungsflüge durchführen lassen zu können. Nutzen Sie sie, verteidigtes Gelände schnell auf Flugfelder vorstoßen zu können. Sollten Sie die Flugzeuge weder als Bomber einsetzen wollen, müssen Sie dazu erst sie an einem geeigneten Flugfeld umrüsten lassen. Mein Gott, Alter. So, Ihr Primärziel ist anschließend Minsk sowie die Besetzung der umliegenden Gebiete. Wenn nötig, haben Sie die Erlaubnis, die schwer befestigten Stellungen bei Brest-Litowsk zu umgehen. Okay. Minsk ist allerdings unter allen Umständen zu erobern. Oder unser minutiöses oder geplanter Angriff versinkt hier im Chaos. Viel Glück, Herr General. Das Deutsche Reich und die ganze Welt schaut auf Sie. So, erobern Sie alle Ziele. Okay, wir sollten echt die Fahrzeuge wohl ändern, ne? Das können wir machen. Die Fallschirmjäger, wir rüsten die auf. Die werden im Hinterland die Flugzeuge wirklich sich holen. Die ganzen Dinger, die Bombe werden dann natürlich da auch noch hier Teil machen. Flammenpanzer. Boah. Der ist halt aber auch nicht gerade günstig. Hier würde ich die schnelle Einheit einsetzen, eine Artillerie. Da werden wir gleich noch was ändern. Denn ich habe da was gesehen, das ist nicht, ist ärgerlich, aber bleibt mir nichts übrig, muss ich tun. So, die 8-8er kann hier mit. Da haben wir ja das. Flak, gucken wir, dass wir es schnell wie möglich alles an die Front schicken. Ah, Moment, es gab, glaube ich, was Neues hier im Panzer, wenn ich das nicht in Erinnerung habe. Ja. Die Radfahrer schicke ich nach hier mit. Hier hin. Hier unten werden wir nicht so viel hinsetzen, würde ich fast behaupten. Obwohl, so, die Artillerie. Ich glaube, jetzt können wir das umstellen, ja. Fahrzeug. Okay, die haben nur so Fahrzeug, ist in Ordnung. Dann kommst du hier hin. Ich stelle mal den Panzer nochmal hier hin. Die Artillerie kann dann hier mit. So. Eine gute Geschütze. Ihn stelle ich um, weil er von den Sounds hier echt schlimm ist. Ist halt schlechter. Dafür muss ich jetzt auch noch bezahlen, aber es ist in Ordnung so. Ist in Ordnung so. So. Die Pack.
hier hin. Das Sturmgeschütz. Hiermit. So, Panzer. Hier hin. Aufklärer. Der kann hier mit. SE-Infanterie hier hin. Ja, dann machen wir das so, weil ich glaube, dass sie die bisschen. Weil die Radfahrer haben größere Reichweite. So, Luftwaffe. Der kriegt deine Erfahrung wieder rein. Deswegen ist das voll in Ordnung hier. Du kommst hier mit. Bomber hier hin. Jäger hier hin. Du hier hin. So. Dann als nächstes werden wir uns holen. Noch eine Panzerabwehr. Ist aber die Frage, was. Die ist sehr gut. Das Problem ist halt bei ihr die verdammte Verteidigung. Ne? Das hat sie ein Riesenproblem. Man kann es auch als Artillerie umstellen. Da wären die Werte. Die Reichweite wäre hier kein Unterschied. Das ist schwer. Er hat ja den Vorteil der Verteidigung. Aber der 14 wäre wie die hier. Ich gehe auf ihn und hoffe, dass ich damit mir nicht ein Ei lege. So, und du kannst auch noch hier mit. Wollen wir den hier mitnehmen oder holen wir den schon? Ne, den holen wir. Holen wir sogar hier mit. Okay. So, jetzt gucken wir erstmal unsere Bombe. Das ist, sind diese Bombe mit der Reserve. Okay. Aber. Ja, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Panzer in Bewegung! Hier hin. Ja, da habe ich mir ein bisschen mehr erhofft. Das war schon mal gut. Ah, das ist doch schon viel besser. Ja, komm. So, mein fiester Storch-Aufklärer. Der kann hier hin. Okay, die Flagge ist noch außer Gefecht. Das ist schon mal gut zu wissen. Jawohl, Herr Kommandant! Leichter Panzer meldet sich zur Stelle. Okay. Wir schicken den Bomber schon mal ziehen, weil der hat die Aufgabe, das hier zu erobern.
Fallschirmjäger, wie schnell sind die? Okay. Jawohl, Herr Kommandant! Das ist gut, ja, mach das mal. Sehr schön. Leichter Panzer meldet sich zur Stelle. Perfekt. Ja, ich würde nur sagen, der Vormarsch ist doch richtig gut gelaufen. Lass mal gucken, was haben wir noch an Bombern hier. Ah, hier haben wir auch noch einen Bomber, sehe ich gerade. Das ist sehr schön. Den könnte man eigentlich hier schon hinstellen. Weil wenn die das hier erobern, haben wir hier schon mal die zwei Bomber. Du wirst unten das Flugfeld ausschalten. Hoffe, dass er das hinkriegt. Und da wäre der Vormarsch hier doch schon mal sehr gut gelaufen. Für das Erste. Okay, den hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm. Okay, nachdem Hans-Ulrich Rude mehrmals beantragt hat, einer Sturzkampfbombe einer zugeteilt zu werden, haben wir beschlossen, ihm die Gelegenheit zu geben, seinen Kampfgeschick unter Beweis zu stellen. Ich bin mir sicher, sie werden seine Fähigkeit effektiv zu nutzen wissen. Gratulation, eine Stuka-Spezial wurde ihrer Kernarmee hinzugefügt. Was haben wir? Den müssen wir umstellen. Den müssen wir umstellen, aber wow, ne? Aus dem machen wir erstmal eine andere Stufe. Aber man sieht, was der hat, ne? Das ist schon ein Muckstück. Panzer in Bewegung. Ein wirkliches Schmuckstück. Panzer in Bewegung. Leichter Panzer meldet sich zur Stelle. Leichter Panzer meldet sich zur Stelle. So, ihr bringt jetzt auf Vordermann. Jetzt machen wir erstmal folgendes. Die Flugplätze hier. Jawohl. Neutralisiert. Du gehst da oben zu dem Flugplatz. Du zu dem.
Sehr, sehr gut. Panzer in Bewegung. Ja, sehr gut. So, jetzt haben wir hier die Flakgeschütze. Artillerie muss hier hin. Artillerie muss, warte mal. Ja, hier hin. Jawohl, Herr Kommandant! Leichter Panzer meldet sich zur Stelle. Der Mann lässt uns noch erst kurz da drauf, ist okay. Okay, das läuft. Also wir können sagen, Moment, wir gehen erstmal hier. Okay, wir haben hier auf jeden Fall in der Seite das geschafft. Er muss sich jetzt erstmal aufbauen, weil das ist wichtiger. Statt ihn jetzt da mit einer 0 auf 15 einer da rum zu garantieren, bringt mir das ja auch nicht viel. So, du hier hin. Leichter Panzer meldet sich zur Stelle. Sehr gut. Leichter Panzer meldet sich zur Stelle. Jawohl, Herr Kommandant. Panzer in Bewegung. Leichter Panzer meldet sich zur Stelle. Boah, so genial, ne? So genial. So, den stellen wir jetzt in Ruhe um. Aus dem machen wir natürlich eine Stucke. Was die Zukunft bringt, werden wir dann sehen. So. Jawohl, Herr Kommandant! Ja, wow. Ja, das nenne ich echt dumm gelaufen. Das muss man einfach sagen, das nenne ich wirklich richtig dumm gelaufen. Ne, da würden wir Rudi runterschicken. Fangen wir hier schon mal an. So, er gibt erstmal Munition. Wir rücken nach hier vor.
schon mal okay, das ist schon mal gut. Hier. Okay, dann würde ich sagen, Luftball wieder runter. Ja, ich hab's befürchtet. Okay, schönes, klares Wetter. Dein erster Auftrag. Sehr gut. So, dann hätte man nämlich die Flugplätze da oben schon mal alle unter Kontrolle. Leichter Panzer meldet sich zur Stelle. Okay, ich würde sagen, ihr da runter. Ah, ich komme nicht ran. Leichter Panzer meldet sich zur Stelle. Ja, der kommt wirklich nicht ran. Verdammte Axt. Der kommt nicht ran. Scheiße. Ja, das ist jetzt dumm gelaufen. Gut, muss ich jetzt die Kröte kurz schlucken. Aber der ist jetzt weg. Sehr gut. Das weniger. Hier muss ich mich jetzt auch nicht hetzen lassen. Panzer in Bewegung. Das läuft hier unten hier ganz gut an. Ja, das sieht ganz gut aus da unten alles. Sehr gut.
Leichter Panzer meldet sich zur Stelle. Jawohl, wunderbar. Leichter Panzer meldet sich zur Stelle. Leichter Panzer meldet sich zur Stelle. Jawohl, Herr Kommandant. Dann gehen wir direkt hoch. Wir gehen... Nee, ich will hier unten schon Ruhe haben. Das hier. Es hat nicht so geklappt, wie ich es gerne gehabt hätte. Okay. Ja. Das hat geklappt. So, hier unten sind wir vor der Lupe auf jeden Fall schon mal safe. Ja. Ja, das war zu erwarten. Ärgerlich, aber ich finde es gar nicht schlecht, weil jetzt hat er sich selber nämlich gerade im Bein gestellt. Denn er hat es jetzt rausgerückt, was schon mal sehr gut ist. Oh, oh, das war gut. Jetzt kommen wir halt zu dem hier. Das wird halt echt problematisch. Jawohl, Herr Kommandant! Du warst gar nicht drauf, Fuchse. Ja, ich würde sagen, jetzt können wir die Luftwaffe nach oben verlegen, oder? Ja. Hier hin. So, der falsche Megatrupp kommt jetzt dann nach hier nochmal. Leichter Panzer meldet sich zur Stelle. Ja, der Bunker.
Wie hat man den nochmal geknackt? Das war nicht einfach, ne? Ne, nicht wirklich. Jawohl. Flugplätze neutralisiert, sehr geil. Leichter Panzer meldet sich zur Stelle. Jawohl, Herr Kommandant. Ja gut, Artillerie wäre dann da oben die Luftwaffe, ne? Leichter Panzer meldet sich zur Stelle. Oh, keine Luftunterstützung da oben. Das war jetzt nicht gut. Oh, verdammte Axt. Okay, der hat den schweren Panzer umgestellt. So, wir haben eine Spezialeinheit mobilisiert, die sie dabei unterstützen soll, die Verteidigung der Festung Brest zu knacken. Mörser Karl ist als Verstärkung eingetroffen. Sehr schön. Weil ich krieg das Teil hier nicht geknackt. Ich kann mal, was ich will. Krieg's nicht geknackt. So, gehen wir mal hier hin. Den kriegen wir geknackt. Der kann auch noch oben bei der Luftwaffe. Okay, wir machen's. Jawohl. Also die Neutralisierung der Flugplätze und dann haben wir hier echt ein großes Plus. Ja, hat leider nicht geklappt hier, wie es gehabt hätte gerne. Wir klauen hier die Munition. Ja, ich brauche da oben Truppen, ne? Das kann ich nachher auch noch holen. Das klappt, jawohl. Leichter Panzer meldet sich zur Stelle. Das ist voll in Ordnung, das kann er ruhig machen. Leichter Panzer meldet sich zur Stelle. Jawohl, Herr Kommandant. Leichter Panzer meldet sich zur Stelle. Ja, und das erste Ziel haben wir schon mal erreicht.
Ah, Mist. Leichter Panzer meldet sich zur Stelle. Alles neutralisiert. Sehr schön. So, das hier läuft doch ganz gut an. Hat noch diesen einen Flugplatz, der... Jetzt kommt keine russische Luftwaffe. Den umstellen, weil der Ja, komm, wenn wir hier unten sind, dann. Panzer in Bewegung. Wow. Wahnsinn. Das ist einfach nur Wahnsinn, dieses Geschütz. Keine Chance. Keine Chance. Ja, auf, mit schwerem Panzer offen einzulegen. Weiß nicht. Bin ich jetzt nicht so prickelnd. Aber kein Flugplatz mehr. Das. Boah, bitter der Widerstand, aber trotzdem 2 Schaden gekriegt. Ja, die Festung ist einfach widerlich.
Wahnsinn. Ja, selbst er nicht. War wieder klar. So, aufkläre das, zeigt mir das hier an, ja. Panzer meldet sich zur Stelle. Ja, es hat noch runterfahren, ist klar. Das ist klar. Ich schick dich schon mal jetzt nach hier. Leichter Panzer meldet sich zur Stelle. Leichter Panzer meldet sich zur Stelle. Okay, ich glaube, den brauchen wir hier nicht mehr. Leichter Panzer meldet sich zur Stelle. Panzer in Bewegung. Panzer in Bewegung. Okay, wir bombardieren jetzt hier. Hier. Leichter Panzer meldet sich zur Stelle. Leichter Panzer meldet sich zur Stelle. So, hier hin. Panzer in Bewegung. Panzer in Bewegung.
Das darf doch nicht wahr sein. Das Ding ist wirklich widerlich. Das Teil ist ja wirklich mega widerlich. Okay, du nach oben. Ja, okay, aber das war dumm. Warum greift er ihn an und nicht hier die Bombe? Ganz einfach, weil es halt meine Kerneinheit ist und die KI so bitchy ist in dieser Hinsicht. Total unlogisch. Ist komplett unlogisch, weil normalerweise greift er halt den Bomber an. Ist ja klar, weil der bedroht dich hier. Leichter Panzer meldet sich zur Stelle. Jo. Und war es doch kurz und knapp. Bei 3. Warum? Warum so wenig? Scheiß Arzt-Rieder, ne? Okay, das macht jetzt Sinn, ja. Ja, es ist die Arzt-Rieder. Das ist diese Drecks-Arzt-Rieder. Das machen wir jetzt. Genau. So. Panzer in Bewegung. Ärgerlich. Das ist wieder ärgerlich mit der Luftwaffe. Das ist unfair gelebt. Karl hat keine Munition. Super. Wir machen massive Unterdrückung. Endlich. Wir haben ihn. Ja, aber die Truppen da unten kann man eigentlich lassen, weil... Hier ist noch hochbringen? Nee, eigentlich nicht. Die Luftwaffe können wir mal gucken. Aber selbst die hier.
Okay, sehr gut. Gucken wir mal hier an. Leichter Panzer meldet sich zur Stelle. Jawohl, Herr Kommandant. Sehr schön. Boah, war das stark. Leichter Panzer meldet sich zur Stelle. Okay, wir haben ihn. Ja, ich würde sagen, da braucht man nichts mehr oben. Nee, das hat sich komplett erledigt. Die Stuka hat hier ihren Job gut gemacht. Entscheidender Sieg schon. Ah, okay. Stimmt, das muss ich ja gar nicht mehr obern. Ich bin nur noch da rein. Okay, ne, hat wunderbar alles geklappt. Hier haben wir Luftwaffe hier auch. Aber wir haben die Flugplätze schnell erobert, haben hier schnell zugeschlagen, ohne groß zu rantieren. Und es hat sich voll ausgezahlt. Ja, perfekt. Wunderbar. Gut, Leute. Ausgezeichneter Auftrag in das Unternehmen Barbarossa. Herr General, Sie haben die vordersten feindlichen Linien zerschmettert, die russische Luftwaffe zum größten Teil noch am Boden zerstört und nicht zuletzt unter den verbliebenen feindlichen Einheiten völlige Unordnung angerichtet. Setzen Sie Ihren Vormarsch umgehend fort. Wir haben gerade erst angefangen. Ja, Leute, das war's von der und vom Unternehmen Barbarossa vom Start. Die Mission Minsk. Das hat besser geklappt, als ich gedacht habe. Es war halt mein Ziel, die Flugplätze so schnell wie möglich unter meine Kontrolle bzw. auszuschalten. Und dank der Bombe hat das hier alles wunderbar geklappt. Wir haben jetzt eine mega krasse Einheit. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und gucken wir mal, wie sich das auswirkt. Bis dann.